Hallöchen, herzlich willkommen hier mit dem quietschenden Mikro zur Wunschpartie Manuel Held von Manuel Held. Nicht Wunschpartie Manuel Held, sondern die Wunschpartie von Manuel Held natürlich. SC Freiburg gegen erste FSV Mainz 05. FSV Mainz 05. Ja, einfach Mainz 05 fertig, wie ist der FSV hier? Das kenne ich nur von Frankfurt. Ja, okay. Die Wunschpartie von Manuel Held. Ey, noch gay lordische T-Shirts. Komm, Streifenspiel. Hallo. Das Streifenspiel. Nein, schwarze Streifen geht nicht. Ja, mach so. Weiß, genau. Als die Wunschpartie von Manuel Held. Er hat lang genug gewartet mittlerweile. Danach geht's wieder weiter mit den Supercups. Nur noch kurz so als Info. Ist natürlich klar, es kann sein, dass es jetzt mit den Wunschpartien etwas länger dauert, weil zurzeit sind so viele da. Auch dein Crazy Monkey hier, unser Kommissario Monkey, der schickt uns jedes Mal neue Assi-Partien. Es nennt sich jetzt mal Assi-Partien, es sind aber eigentlich ganz interessante Partien. So was wie Österreich gegen Barcelona, Real Madrid gegen Ägypten. Davon haben wir jetzt eine ganze Liste an Spielen gekriegt. Das heißt, mit den Wunschpartien hängen wir zurzeit richtig weit hinterher. Das heißt, an alle Leute, die sich Wunschpartien wünschen, chillt out, Leute, chillt, eure Wunschpartien werden kommen. Auf jeden Fall, die Frage ist halt wann und es kann halt schon mal ein, zwei Wochen dauern, bei manchen Leuten vielleicht auch länger als zwei Wochen. Mann, liegt ja daran, dass man jetzt Kommissar Monkey. Ja, es liegt es ja bei Kommissar Monkey, da wird es ewig dauern, bis wir die 10 durch haben, weil wir die ganze hier nicht alle am Stück spielen werden. Und auch ab und zu mal, wenn wir Lust haben. Ab und zu, ja. Und ganz wichtig, Kommissar Monkey, dein Facebook-Link auf deinem Kanal. Wenn ich da draufklicke, komme ich nur auf die normale Facebook-Seite, wo ich dann meine Neuigkeiten sehe. Aber ich würde gerne auch in deine Facebook-Gruppe den Link sehen, okay? Also bitte abändern. Okay, also hier in Freiburg gegen Mainz. Ich bin Freiburg und der gute B3 Annie ist Mainz, wie er sich jetzt so schön nennt in seinen Videos. Hallo, das ist einer Künstler. Ach ja, nur mal kurz als Infos, falls ihr es nicht kapiert habt. Benny hat Lego Star Wars beendet, hat mit Flatout angefangen, weil er aber so dumm war und Anfangsfilm von Flatout laufen lassen hat. Wurde das Video jetzt in Deutschland gesperrt, weil irgendwelche Videos gekommen sind. Nur das mal also weil am Anfang irgendeine Musik gekommen ist, die YouTube nicht so gepasst hat. Jeder professionelle Let's Play, wenn du Kronk seine neuen Let's Plays hat gestellt, ist professionell, ja? Ja. Der lässt immer am Anfang den Film laufen, ohne was zu reden. Und jetzt mache ich das auch mal, dann... Da, ich sperre das Kann Video. Kann es sein, dass Kronk irgendwelche Sonderrechte in Anspruch nimmt? Ich sperre das Video, ich bin gut. Kronk hat sowieso Sonderrechte. Guck mal auf dem Kanal, der kann als erstes Video auf seinem neuen Video, hat er ein spezielles Ding, jeden Woche Freitag Livestream, da schon ein Video. Und dann kann er da drunter und er kann quasi zwei Playlists machen. Hey, Kong ist auch einer der absoluten Kings in YouTube. Freiburg nur noch mal, um zur ewigen Spaßkick-Tabelle zurückzukommen. Die findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Ach. Und ja, danke Kommissar Monkey, der was glaube ich, ja, ich finde unsere Homepage auch richtig schicke. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist natürlich auf unserem Kanal verlinkt. Was? Warum gibt's da? Da ist Freiburg richtig weit vorne dabei, zwei Spiele, zwei Siege. Und da versuche ich natürlich anzuknüpfen, wenn Freiburg hier punktet, sind sie vor Real Madrid. Hallo. So, Entschuldigung, Herr Manuel Held und alle anderen da draußen. Hier kam gerade jemand rein, um uns zu mobben. Nein, um uns zu nerven. Und. Oh, jetzt hat er analog angestellt, du Fiesling. Ja, ich habe eigentlich währenddessen. Das hast du hier mit Absicht gemacht, Idiot. Dein Torwart gewechselt, aber dann habe ich ihn doch wieder zurückgewechselt, weil es ja richtig asozial wäre. Das war richtig asozial. Also wäre das keine Wunschpartie gewesen, wird jetzt mit dem Spiel der Torwart wechseln. Alter, du Schwanz. Ich dürfte dann auch den Torwart wechseln, aber gar nicht. Oh, jetzt wechselt er doch. Und das wäre jetzt die doppelte Trollerei. Ja, vorher ankündigen, großartig und dann doch nicht machen. Ja, ja. Und dann beschwert er sich, wenn ich einmal nicht auf Fairplay gespielt hat. Und dann will er sowas hier und stellt heimlich auf analog um. Ja, ja. Ihr seht ihr mal hier, voll der Gangster hier neben mir. Der will beschummeln, sonst gewinnt er nie gegen mich. Der muss immer cheaten. Die oh, das ist überraschende Wende. Ich glaube, ich war gerade bei irgendeinem Spaßkick-Tabelle. Da ist übrigens Mainz zum ersten Mal dabei, glaube ich, oder? Kennst du dich doch sicher da auch ein bisschen aus. Mainz, ja, Mainz zum ersten Mal. Mainz zum ersten Mal dabei bei der Spaßkick-Tabelle. Also, sie wollen gleich einen richtig guten Anfang machen. Ich glaube jetzt auch. Ach komm, jetzt mach doch die Kurve, du und so. Okay, das piepst mal aus, würde ich sagen. Dieses Piep. Oh, Keeper da. Der Wettklo. Da lässt sich Wettklo nichts bieten, du. Ja, komm, übertreib's. Hätte ich den Ball gehabt, dann hätte ich den Ball reingehauen. Das hätte so verdient gehabt. Aber ich kann's halt. Er kann tricksen, Leute, weil er jetzt einen gefälschten Xbox-Controller aus China hat. Das ist nicht China. Nein, ich hab einen Xbox-Controller, der von der Xbox ist. Also überleg mal, du hast einen gefälschten Xbox-Controller. Von welchem Land kann er kommen? Entweder von China oder von China. Das ist eine originale Fälschung, stimmt. Entschuldigung. Eine originale... Ey, komm, Schiri, du Schwanz. Warum ist halt kein Xbox 360, sondern nur ein 360-Controller? Steht halt groß auf der Packung drauf. Oh, meins, probiert's! Und gut pariert von meinem Töter. Mann, der ist doch gar kein so schlechter Töter jetzt. Wie heißt er noch? Helfe auf die Sprünge. Schuster. Nein, Schuster?
Doch. Wie heißt mein Torhüter, der gar nicht so schlecht ist in der Bundesliga? Du hast keinen guten Torwart. Nein. Hast du schön ausgewechselt, du Assi? Nein. Ja klar, sicher lachen jetzt alle Leute vor dem Bildschirm sicher kaputt, weil Benny heimlich gewechselt hat hier. Hat es sicher noch heimlich mit aufgenommen hier. Und ich schneide es nachher nichts ahnend hier rein. Ha, das soll ich echt nicht. Und dabei ist er wahrscheinlich so 5 Spielminuten verschwunden, der ist der Checktab hier. Ja, das wird sie ihm zutrauen, dem Assi. Ah, das soll ich echt machen. Das wäre echt mies gewesen. Das nämlich mache ich nächstes Mal, Alter, danke. Alter, warum ist das eigentlich so ein asoziales Krüppel-Mittelfeld-Match? Ohne das ist ein kämpferisches Spiel. Das ist ein Bundesligaspiel zwischen Not und Elend. Die beide nichts mit Abstieg zu tun haben wollen. Nein, ich würde sagen, beide. Also Freiburg ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die immer um Abstieg mitspielt, zumindest hier. Ja, Mainz doch auch. In den letzten Jahren und auch in den kommenden Jahren. Und Mainz war ja einmal richtig gut dabei. Europa League hab's dann verkackt. Die waren letztes Jahr 13. Oh, da ist der Keeper da! Ja, die waren einmal Europa League in den letzten Jahren. Also ich würde sagen, beide Mannschaften eher Bundesliga-Mittelfeld, eher, aber eher Tendenz Richtung Abstieg anstatt Richtung Europa League. Oder? Stimmt mir ja zu. Los, die kriegst du noch, Hannes! Ja. Das ist Macchiardi. Macchiardi. Entschuldigung. Ey, war mit Dembele eigentlich noch kein. Oh! Ich weiß gerade, ob ich mit Dembele spiele. Ich weiß auch, beim ersten Video wurde ich irgendwie in den Kommentaren ausgelacht, weil ich Dembele falsch ausgesprochen habe. Entschuldigung hiermit. Das ist nicht so. Dembele! Nee. Ich spiel kurz! Nee, spiel ich nicht. Ich kann falsch stoßen. Ja, dann schießt doch. Oi! Ey, jemand aufs Tor im Gegensatz zu deinen anderen. Okay? Oh komm, was macht denn der Hannes da? Überall Hennes und Hannes auf meinem Blatt. Okay. Was? Eine richtig langweilige erste Halbzeit. Geht zu Ende hier in Freiburg. Die größte Chance war das hier. Für die meisten VIP-Zuschauer kommt jetzt das Highlight, nämlich das Bankett. Nee, das hier. Ja, also das Highlight bislang. Ein Schuss von einem Glatzkopf von Mainz. Ansonsten Freiburg besser und Benny sein Konterspiel funktioniert noch nicht, weil Freiburg nicht vorne rein kann und so kein Platz zum Konter da ist. Also ich konnte doch auch nicht die ganze Zeit. Und das Mikro räuspert sich gerade wieder, es hat halt irgendwie einen Piepsanfall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Also bei uns piepst hier vor sich hin und ab und zu in so hellen Tönen, dass man schon mal zusammenzuckt. Alter, ist deine Affe inkompetent. War das Mohamed Zidane? Ja. Ja, Mohamed Zidane ist ja glaube ich von Mainz wieder weggegangen. Ja. Keine Ahnung wieso. Das ist ein Freundschaftsspiel, kein offizielles. Ja, ich weiß. Wir haben ja auch gesagt, bei Wunschpartien bleiben die FIFA 12 Kader. Es gab jetzt eine Wunschpartie, wo jemand gesagt hat, die neuen Kader. Dann schreib uns auch bitte auf, was schreib uns bitte alle Wechsel. So und ja, ich guck mal transfermarktmäßig, ob ich das mache. Ich weiß nicht, wenn es zu viele Transfers sind, ist es also auch. Also bei Gladbach sind schon einige. Das ist dann aber einfach zu blöd. Ich meine, vielleicht wechsle ich einfach noch ein paar Stammspieler. Zum Beispiel Reus tue ich weg, Neustädter tue ich weg und wen haben sie geholt? Ja, De Jong. De Jong haben sie geholt und noch irgendjemand, glaube ich. Noch irgendjemand. Xhaka von. Ja, Xhaka, dann tue ich halt die her. Die Chance auf Freiburg! Oh Gott, die machen's nicht! Hallo, die machen's nicht! Das war deine höchste Chance! Die machen den Ball nicht! Jetzt haben sie einmal die Chance und den machen die Pille nicht rein. Mann, ist das ärgerlich. Schon geklärt. What the fuck? Das war jetzt die größte Chance. Hallo, bei 0-0 sind immer ein paar dramatische Szenen dabei. Dramatische Szenen hier in Freiburg. In Freiburg waren wir auch schon, wir wohnen ja gar nicht so weit weg von Freiburg. Stadion waren wir jetzt nicht. Wir wohnen in Ostberlin. Nee, wir wohnen auf Rügen. Das Stadion waren wir jetzt noch nicht von Freiburg, aber ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Bude. Nicht gerade die modernste. Wir müssen wissen, wir wohnen auf Rügen, deswegen wohnen wir jetzt weiter. Ja, wir wohnen ganz in der Nähe von Freiburg hier nur. Ja, 2,5 Minuten mit unserem schicken Privatjet entfernt. Ach ja, komm. Gestern waren wir in Sydney shoppen. Benni hat sich eine schicke Krokodil-Leder-Handtasche gekauft. Alter, wie kann man Krokodilleder nehmen? Ohne Witz. Keine Ahnung, das finde ich auch einfach nur eklig. Krokodilleder. Okay, gefälschtes, also wenn es Plastik ist, also kein originales. Da gibt es ja dann so, wie heißt so, Imitate, wo kein richtiges Krokodilleder sind oder so aussehen. Dann okay, ja. Aber echtes Krokodilleder, genauso wie echtes Tier. Wow. Echter Tierpelz. Ja. Asozial, ohne Witz. Ich würde es nicht tragen, das finde ich irgendwie, naja. So an der Grenze, keine Ahnung. Obwohl natürlich anderes Leder ist, auch von der Kuh, ja. Aber sagt man so jetzt von Krokodilen und so sowas dran, finde ich, naja. Okay, man muss für dich sagen, Kick verkauft auch kein Tierleder. Okay, also das ist eh. Das ist eh nur Schrott von PET-Flaschen davon zerquetscht. Daraus kann man ja Flaschen machen. Ach ja, und wir hatten ja übrigens einen Wunsch, Verlängerung Elfmeterschießen. Ja, falls es hier soweit kommt, werden wir das natürlich tun. Oh, falls Gott es soweit kommt. Oh, irgendein Tor. Wir waren ja schon mal so weit, da hat es dann irgendjemand noch vorher gepackt, ein Tor reinzuduseln. Der muss wir sind Tor natürlich dran, ich weiß es nicht mehr, wer sich das Ganze gewünscht hat. Wir sind da dran, falls ein Spiel 0-0 steht oder 0-0 ausgeht, werden wir das Ganze machen. Wir werden jetzt hier kein Spiel so hin simulieren. Oh Mann, jetzt legt er sich hier in der Hose. Oh, weg damit. Das gibt's doch nicht.
Ich glaube 1 gegen den Torwart. Oh, ja, ein Unentschieden wir haben natürlich nicht entschieden, ist klar. Also. Es kommt per Zufall und wir haben es im Hinterkopf, also. Oh du, chill. Chill, oh, schon nochmal angeschossen gerade. Ja, gelb von Polanski, der gute E. Polanski, wir gehen mal von Erik aus. Ich gehe von Elfriede aus. Von Elfriede geht er aus, ich gehe von Erik aus. Fuck! Danke. Ah, dann legt er sich da hin. Komm, hört sie da. Oh. Okay, das war jetzt dämlich von mir. Oh, klar. Zidane! Ach, ja, Zidane. Noch mal ein bisschen Schuss üben, würde ich sagen. Okay, da sah meine Abwehr richtig, richtig kack jetzt aus. Kriegst du, du? Oh, was machst du? Also, die Abwehr ist so. Deine Abwehr ist so schwach bei hohen Bällen, das ist der Hammer. Die waren bislang alle. Ey, Schiri, lass doch weiterlaufen. Ich hatte den Ball. Der Ball war weg. Nein, ich hatte ihn. Ich hätte ihn wieder gekriegt. Der Ball war weg. Ah, Gott. Alter! What the fuck, wie er den Halter voll wegcheckt. Ja, mit dem Ball, das ist meiner. Oh, was macht der Assi? Ja, ja, ja. Alter, wie der Ball auch noch beinahe auf Zidane. Lol, ich hab grad Flanke gedrückt und der Ball kam flach. Schicken, ja, jetzt komm, lass mir die Dusel zu. Alter, das war so genial. Ich würde so abfeiern. Ja! Nein, nein! Das gibt's nicht! Heinz, oder? Das gibt's nicht! Oder Wendklo. Ball kommt schon in die Mitte. Zack! Oh Mann! Jetzt kommt doch durch den Eckball, das wäre natürlich richtig bitter. Ja, jetzt durch den Eckball. Ach komm, das gibt's nicht. Der Fußballgott will ein Unentschieden. Wir merken es. Und jetzt kommst du bei Konter, das war so typisch. Ja, und jetzt kriegst du mal eine gerne gelbe Karte. Alter, ist Macchiati in echt so fett oder sah es gerade nur so fett aus? Der ist wohl in echt auch so fett. Okay, Macchiati ist fett. Man weiß es nie. Das ist so typisch! Oh, gelb! Oh, oh. Also zum Glück habe ich. Klar. Boah, du, ja, Baumann ist mein Töter. Oliver Baumann. Jetzt weiß ich es. Zum Glück habe ich da für dich nicht reagiert. Oh, Baumann! Ich habe da nicht mehr reagiert, gell? Ich laufe da ja auch nicht mehr aus. Alter, das wäre so. Fuck? Das ultimative Level an Tolligkeit. Okay, das war echt. Ich will das wechseln. Die letzten paar Minuten, die hier kann man, glaube ich, an Dramatik gar nicht überbieten. Nochmal durchatmen, Macchiati geht raus. Wir haben ja festgestellt, dass er fett ist. Wind kommt Jentritzen und komische Reisinger kommen für Rosenthal. Das sind aber einige Leute rot. Hinkel, ich glaube, der ist doch ein bisschen zu alt für Bundesliga-Stammspieler. Dafür kommt Emlum. Ich gehe aus von Martina, du? Emlum. Manfred. Mann, wie gute Manni Lump kommt. Also hier die Wechsel, hier seht ihr im Überblick. Bei Benny auch einiges getan. Jede Mannschaft wechselt dreimal und rüstet sich damit hier im DFB-Pokalfinale. Wer ein Bundesliga spielt, kann es ja jetzt nicht mehr sein, weil es in die Verlängerung geht. Also gehen wir von einem DFB-Pokalfinale. Hallo, das ist ein offizielles spaßiger Freundschaftsspiel. Okay, das ist ein offizieller Freundschaftsspiel. Die gehen aber meistens auch unentschieden. LOL! Ich hab doch gar nichts drückt! Ich jetzt aus! Die Freundschaftsspiele gehen aber meistens auch unentschieden aus. Zum Beispiel Chelsea hat in USA gegen Paris Saint-Germain die unsere Mannschaft 1:1 gespielt, also. Ah, oh, Grätsche! Freundschaftsspiele gehen, wenn dann direkt ins Elfmeterschießen oder enden unentschieden, weil sonst ist es ja zu anstrengend für die Spieler in der Vorbereitung hier noch großartig Verlängerung ranzupacken. Wehe. Alagui! Oh, nein! Der Wechsel schlägt nach 8 Minuten zu, Alagui! Und er bedankt sich bei Zidane für diese göttliche Lupfervorlage. Das gibt's nicht. Da sehen wir, Alagui nimmt den Ball an und zack und kaboom! Ich weiß nicht genau, was für ein Fan Manu Held ist, aber ich glaube, er war Mainzer. Ich tippe mal Freiburg. Ich tippe Mainzer. Ja, wer hat dann Freiburg? Wer tippt dann? Wer würde? Nee, das war ein Kaiserslautern-Fan, ich erinnere mich. Das war ein Kaiserslautern-Fan, die erste Wunschpartie von Freiburg, wo gesagt hat, er will das Spiel gegen die Mannschaft haben, die ebenfalls im Abstieg mitspielt. Und er hat gesagt, oh nee, komm! Oh, oh, der trifft. Alter, ist der inkompetent, ohne Witz. Baumann. Nee, dein Torwart war doch kompetent, aber mein Spiel. Ja, kompetent, ich hab's vorhin gesehen, kompetent. Ja, jetzt kommt Dembele. Töter, komm raus, ich will dich aber lupfen. Ja, was ist das für ein Assi? Wo schießt der hin? Also Dembele. Ja, 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 was ist das für ein scheiß Abschluss ist hier? Anstatt ja rechts vorbei zu schießen, probiert das liegt, der wäre auch so vorbei, wäre da kein Torhüter gewesen. Hallo, das war einfach nicht sein richtiger Fuß. Boah! Ui! Ja, freistoß aber. Ey, komm, Schiri, du! Leck mich, ey. Aber ohne Witz. Das ist doch ein Witz. Also, Schiri, der zusammenpfeift die Gurke, echt, ey.
Alter, ich dachte, deine Abwehr so. Also in der Verlängerung. Das ist doch kacke, echt, ey. War sie bislang kompetenter für hohe Bälle. Der hat mir der Ball rein, da bist du wieder. Aber ich hab mehr Torschüsse und mehr Schüsse. Da bist du mir die Kotze jetzt hier nicht mehr antun, das ist unglaublich. Alter, dass so eine Partie ins Verlängerung geht. Ja, so eine Partie, da auf jeden Fall Elfmeterschießen verdient, das lange geht, weil keine Sau trifft. Ich grätsch da einfach. Ey, komm, rein. Fick dich, Schiedsrichter, verarscht mich. Aua, Mikro! Das Mikro hier reagiert auf böse Wörter. Ein böses Wort, ich muss piepsen. Ja, schub mal Tico den Eckball raus. Jetzt nach dem Eckball wirklich kontert, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr, lieben Freiburger da draußen? Oh, der Schiedsrichter! Oh Mann, sicher, Safety hier. Alter. Oh, was macht der Assi? Ja, klar, komm, ey! Scheiß Freiburger. Okay, nichts gegen Freiburg. Jetzt hätte gechillt. Alter, ohne Witz, nach den ganzen Chancen, die ich in der Verlängerung jetzt hatte, hätte ich locker einen Sieg verdient. Ja klar, als ob, ich bin Mainz, ich kann grätschen. Schiri. Ey, Schiri, jetzt ruhig weiterlaufen lassen können. Ich hatte zufällig überhaupt nicht den Ball. Nein. Ich bin Schiedsrichter. Ich, ja, und jetzt ist... Nee. Ja, komm. Was ist es für ein Assi, der Schiedsrichter? Ja, Gott, der ein Assi hat vorhin weiterlaufen lassen. Da habe ich nicht im Abseits gestanden. So ein Hurensohn. Das ist ficken echt, ey. Soll so wie Mama Graffati machen und sich selbst umbringen und dabei versagen? Komm, echt, ey. Sieh an! Oh! Stimmt. Ohne Witz. Ja, klar. Ja. Chupomotel, ich treff das Tor nicht. Ja! Yes! Bau mal hier! Safety! Nein! Nicht wieder! Ich hab schon Elfmeter gesehen. Komisch, Baumann verkackt vorhin so und jetzt hält er einen Elfmeter. Ja, die Freiburg, die können nach vorne nichts mehr. Was sind das für Assis? Die sind da nur mit Frustfalls beschäftigt. Frustfalls, was ist hier Frust? Ich bin noch nicht gefrustet hier. Komm, jetzt leck mich, gib mir den Ball. Ja. Wieso vor was jetzt? Was denn jetzt? Jetzt ernsthaft mal. Was war da jetzt los? Es will nämlich natzen. Oh, Baumann! Zweimal in einem Spiel! Herrlich! Baumann, der King of Rock'n'Roll! Lauf! Und das gibt's nicht zu kommen! 1-0 gewonnen, trotz 2 gehalten! Alle, ich half 2 Elfmeter und die Freiburg kriegen in der Verlängerung kein Bein mehr nach vorne. Und der hässliche Tempelin. Und vorhin der andere, wo aufs leere Tor zu klopfen ist, dann. Jetzt guck mal einfach da, das war. Ne, das war das Tor. Da kam ja gar nicht mehr deine 1000. Ja, komm. Die waren alle asozial schlecht geschossen. Herrlich. Baumann 2x. Ach, ich würde sagen, Spiel Baumann. 10,0 Baumann. Ich würde sagen, das ist dann erstmal in unserem LP so 10,0 Oliver Baumann. 2 gehalten Elfmeter. Und hier, lieber Zuschauer, hast du deine Verlängerung. Auch wenn sie richtig scheiß ausgegangen ist. Ich entschuldige mich also dafür. Also viele Zweikämpfe. What the fuck? Das, normalerweise sind vielleicht 5 oder 5, gell? Aber hier. Scroll mal weiter runter, was es noch alles gibt. Fouls hast du mehr, gelbe Karten hast du mehr, abseits gleich Ecken. Gut, also wir sehen uns dann bei der nächsten Partie. Das wird wahrscheinlich eine Wunschpartie sein oder der italienische Supercup SSC Napoli gegen Juventus Turin. Italienische Supercup. Bis dahin, Leute, bleibt am Ball. Schaut Benny seine misslungenen Flatout-Videos an, wo er voll abfällt. Ciao, Leute.